Plötzlich dieser Kracher. Es ist mehr so ein Zischen. Für so einen kurzen Augenblick war es so, dass ich nicht mehr gewusst habe, was eigentlich ist. Das war irgendwie völlig irreal. Das ist wahnsinnig weit runtergegangen. Von den dreien, wo ich gewusst habe, die müssen hinter mir sein, nichts mehr. Die sind wirklich komplett verschüttet gewesen. Weg, einfach weg. Zuschauer, servus bei Bergauf, Bergab. Vielleicht fragen Sie sich, was ich da gerade tue. Naja, ich übe den Umgang mit verschüttetem Suchgerät, Lawinenschaufel und Lawinensonde, denn das kann lebenswichtig, das kann überlebenswichtig sein. Ich musste bisher einmal in meinem Leben diese Geräte im Ernstfall anwenden, nämlich als wir bei Dreharbeiten für Bergauf, Bergab einmal von einer Lawine erwischt worden sind. Der Film, der nach diesem Unfall entstanden ist, den wollen wir Ihnen heute wieder zeigen, und zwar nicht, um Ihnen die Lust am Skitouren gehen zu verderben, sondern weil wir finden, dass es wichtig ist, sich immer mal wieder bewusst zu machen, welche Gefahren gerade im Winter in den Bergen lauern. Wenn so ein paar Spezialisten dabei sind, denkst du, ja, die schauen ja auch. Alle, die dabei waren, die waren wirklich top. Ich habe auch deswegen vergessen, selbst nachzudenken. Das ist natürlich ganz leicht, dass man sich das so die Verantwortung hin und her schiebt und keiner bereit ist, einfach mal zu sagen, stopp. Ja, man läuft halt einfach wie der Lemming hinten nach. Es begann wie ein ganz normaler Dreh für Bergauf, Bergab. Eine kleine Skidurchquerung der Bernina haben wir vor. Gerne wird dieses Gebiet als Festsaal der Alpen bezeichnet. Hier unterwegs sein zu dürfen, was gibt es Schöneres? Schnee ist gut, oder? Wie der Schnee ist, müssen wir mal schauen. Über diesen starken Schneefall, gell, ist wahrscheinlich ziemlich unterschiedlich. Mhm. Zum Teil Pulver, zum Teil Deckel. Was gesehen, Palü ist halt ein echter Geheimtipp, gell? Ungefähr 4000 Leute unterwegs. Ja, da reisen sie halt nach wie die Blinden. Ja. Super. Aber ist eine super Tour, gell? Na, da finden wir schon ruhigere Plätzchen halt. Wahrscheinlich. Packen wir so. Ich habe mich wahnsinnig gefreut auf den Dreh. Nochmal Frühjahrsskifahren, das ist ja oft nochmal richtig schön. Schnee war viel da, das Wetter war gut und Stimmung war gut und es hat eigentlich alles sehr gut angefangen. Steffi, Michi, Philipp und Toni. Außerdem unser Schweizer Bergführer Werner. Zu fünft sind wir vor der Kamera unterwegs. Hinter der Kamera das bewährte Team von Bergauf, Bergab. Kameramann Sepp Wörmann, Hannes Hochenleitner, zuständig für den Ton, und als Kameraassistent Thomas Köhler. Eine Gruppe von erfahrenen Bergsteigern. Vier von uns sind ausgebildete Berg- und Skiführer. Toni, ein Fotograf aus Partenkirchen, ist zwar kein Bergführer, dafür Skifahrer aus Leidenschaft. Genauso wie Philipp, Journalist bei einem Skimagazin aus München. Viel Skifahren und davon viele schöne Bilder machen. Das ist uns am Anfang das Wichtigste. In den Tagen vorher hat es frisch geschneit. Die Schneeverhältnisse in den Hängen rund um das Pistengebiet der Diavolezza sind ausgezeichnet. Doch sind Sie auch sicher? Lawinenwarnstufe 3. Erhebliche Lawinengefahr. Die Hänge, in denen wir fahren, sind steil. Zu steil? Haben wir uns genug Gedanken gemacht über die Gefahren, die hier lauern könnten?
Es ist eben von mir irgendwie schon, bevor ich hinausgehe zum Skifahren. Und ja, habe einen Haufen Erfahrung, weil ich eben viel abseits der Piste Skifahre. Vor Ort habe ich natürlich schon geschaut, wie schaut es aus. Es waren ein Haufen Spuren drin, rechts zusammengefahren und habe ein gutes Gefühl gehabt. Das gute Gefühl, das Toni hat, teilen wir alle. Hier können wir es einfach genießen, gemütlich Ski zu fahren, ohne dabei allzu große Risiken einzugehen. Da ist sich jeder von uns sicher. Der Blick von der Terrasse der Diavolezza zu Piz Palü, Piz Bernina und Biancograd ist sensationell. Wir erleben ihn in der Vorfreude darauf, jetzt gleich selbst in dieses Panorama eintauchen zu dürfen. Unser Ziel für heute, die Boval-Hütte, werden wir bequem in 2 Stunden erreichen. Also können wir es ganz locker und entspannt angehen lassen. Entsprechend gut ist die Stimmung. Bei denen, die in der Sonne sitzen, genauso wie bei denen, die sie dabei filmen. Also ich habe einen ganz tollen Eindruck gehabt, eine ganz Pfundsgruppe, ganz eine nette Gruppe. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Das habe ich am Tag vorher schon gemerkt, der Toni, der, wenn was gesagt hat über einen Hang oder so, dann hat man gemerkt, der hat Erfahrung. Alle waren super versiert mit dem Pieps, haben ihre Ausrüstung dabei gehabt. Es ist, wenn man gespurt hat, es ist kaum einer mal ausgerutscht oder es hat einfach alles sehr gut funktioniert. Über den Pers-Gletscher steigen wir auf zur Gemsfreiheit, einer knapp 3200 Meter hohen Erhebung mittendrin in der gewaltigen Kulisse der Bernina. Nach wie vor fühlen wir uns sicher. Zu sicher? Viele Hänge sind voller Triebschnee. Klare Gefahrenzeichen sind nicht zu übersehen. Sind wir zu sorglos? Wir waren dann auch an dem Tag schon in dem Hang unterwegs, wo ich ein bisschen Bauchweh hatte. Da war mir einfach ein Tick zu steil, da war mir ein Tick zu viel Triebschnee drin. Und der war sicher zu vertreten, aber ob man jetzt da mit 8 Leuten ohne Abstand einfach durchtrappen muss, war ich mir nicht so sicher. Ja, es geht ja dann immer gut und von daher kommt man damit dann irgendwie klar immer. Philipp ist nicht der Einzige von uns, dem die Verhältnisse nicht so ganz astrein vorkommen. Auf die Idee jedoch, uns über unsere Beobachtungen und Gefühle zu unterhalten, kommt keiner. Dabei hätten wir abends auf der Hütte Zeit genug, uns auszutauschen und miteinander über mögliche Gefahren am nächsten Tag zu reden. Hätten wir das getan, statt nach dem Essen müde ins Bett zu fallen, wären uns die schmerzlichen Erfahrungen des nächsten Tages vielleicht erspart geblieben. Der Piepscheck, eine ritualisierte Pflichtübung, bevor es losgeht. Damit, dass er dieses Mal tatsächlich zu einer lebenswichtigen Maßnahme werden würde, rechnet keiner von uns. Das Wetter ist heute schlechter, als der Wetterbericht versprochen hat. Wir sind froh, dass wir uns heute nur ein kleines Ziel vorgenommen haben. Bei mir war es nur so, wir haben in einem Lager geschlafen auf der Hütte, wo eine Gruppe Italiener, 20 Italiener waren, und die haben alle sehr geschnarcht. Jetzt haben wir eigentlich die ganze Nacht sehr schlecht geschlafen und wir waren eigentlich dann froh, dass man eigentlich so eine kleine Tour geht und so eine gemütliche, die wo so leicht hügelig hintergangen ist bloß. Das war so zum Einlullen, würde ich jetzt sagen. Das war eben so, ich hab sogar mal gesagt gehabt, also halt lawinenmäßig ist halt ja easy. Der Piz Madler ist kein besonders schwieriger Berg und auch von dem Aufstieg war das keine Gewalttour, die wir vorhatten. Das Gelände war auch sehr einfach, war ein kopiertes, welliges Gelände. Also hat man eigentlich total entspannt gehen können, auch für uns als Filmteam.
Wir sind so entspannt, dass unsere Gedanken irgendwo sind. Nur nicht bei den Gefahren, die weiter oben lauern könnten. Ich habe natürlich, wenn ich da unterwegs bin, immer im Hinterkopf, was für ein Film dabei rauskommen soll. Also ich muss sagen, von mir aus, ich war da mehr mit dem Arbeiten beschäftigt. Also ich war mit dem Film beschäftigt. Weil es natürlich ein bisschen abseits unterwegs ist, ist ja klar, um Kameraeinstellungen zu sammeln. Und denkt vielleicht da nicht ganz so dran, vergisst vielleicht da mal manchmal. Es war an unserem Felsblock mit so Eiszapfen. Da haben wir eigentlich die letzte Einstellung unter dem steilen Gipfelhang noch gedreht. Die Gruppe ist dann vorbeigegangen. Das haben wir noch gesehen. Bis wir zusammengepackt haben, waren die schon ein Stück voraus. Wir sind dann aufgeschlossen zu denen und haben dann auch gemerkt, in dem Hang drin ist es relativ fest und kompakt. Es ist ein bisschen schwierig zum Gehen, weil er halt steiler wird. Aber es ist jetzt nicht so gewesen, dass man dann im Hang drin einbrochen ist. Es war ein richtiger fester Schnee. Ich war jetzt in dem Hang aber ehrlich gesagt auch nicht so, so wahnsinnig beunruhigt im Vorhinein. Und ich möchte fast sagen, dass jetzt in dem Moment eigentlich an das, dass der Hang dann letztlich ja gegangen ist und gefährlich war, hat in dem Moment eigentlich keiner gedacht, weil das so kompakt war. Ich habe gemerkt, dass die Schneedecke nicht mehr nur hart war, sondern sie wurde inhomogen. Das ist mir jetzt immer wieder mal durchgebrochen. Und dort auf einmal habe ich gedacht, das ist jetzt ein bisschen komisch. Und dann auf einmal war es wieder hart, oder? Und dann, als ich mal raufgeschaut habe, habe ich gedacht, da oben könnte es ein bisschen mehr Schnee drin haben, oder? Vom Wind her natürlich. Was mir und uns oder eigentlich den meisten, die jetzt da so gehen und auffällt, ist, dass das so leichtes, felsdurchsetztes Gelände schon war, unter einem Kamm, unter einem Grat. Und das sind immer so Alarmzeichen normalerweise. In dem Hang habe ich nur mal eben zu den ersten, die vorgegangen sind, hochgeschaut und da habe ich so ein bisschen realisiert, dass er doch sehr steil ist, sicher steiler, als man das jetzt von unten eingeschätzt hätte. Und da habe ich dann gedacht, ganz sauber ist der Hang nicht. Dann kam plötzlich dieser berühmte Kracher. Es hat keinen Knall gegeben, es ist mehr so ein Zischen, oder? Plötzlich so ein Wumm, Wumm. Und in dem Moment habe ich gedacht, mein Gott, da springt jemand, das kann ja nicht sein, das muss in unserer Nähe sein. Dann hat sich der Hang aufgelöst wie eine Autoscheibe, die man zusammenschlagt, die dann in tausend Scheiben zerspringt. Für so einen kurzen Augenblick war es so, dass ich nicht mehr gewusst habe, was eigentlich ist. Ich habe nicht gewusst, stehe, liege ich. Dann habe ich gesehen, es sind so 5-6 Meter über uns, wo es angerissen ist. Ich habe nur die Setzung gespürt und war auf dem Schiff. Auf der Stelle stinksauer. Und habe auch gewusst, es ist viel zu viel Schnee unter meinen Ski. Scheiße. Das war die Bauchweh, die ich die letzten Tage gehabt habe. Das war zu Recht. Das ist nicht sicher hier. Das ist nicht sicher. Dann ist schon losgegangen. Habe ich bloß gehört. Und wie bei der Steffi Vorschau ist plötzlich ober ihr und vor ihr ist ein richtiger Riss entstanden, so eine Kluft. Und sieh aber dann gleichzeitig schon, dass das alles abreißt um ihn herum. Dann drehe ich mich um und schaue zu meiner Freundin zurück und sehe, wie wirklich der ganze Hang reißt und ich sehe, dass schon die Scholle schon 4-5 Meter am Gehen ist. Also der Moment war völlig unwirklich. Ich drehe mich um und sehe, dass der ganze Hang runtergeht. Das konnte nicht sein, irgendwie, dass eine Lawine mich erwischt, dass jetzt ein Lawinenunglück uns da ereignet. Das war irgendwie völlig irreal. Ja, dann ist schon der hingegangen. Dann habe ich geschaut, dass ich in Fahrtrichtung komme, dass ich mich eindrehe. Einfach versuche, mich hinzuhocken. Dann habe ich einen Sepp über mir gesehen, links. Und dann ist schon einer meiner Ski geflogen. Beim Sepp habe ich gesehen, wie er sich versucht, die Ski wegzutun. Und langsam runter und komme ganz leicht an mein Fersenteil und mache es links auf, mache es rechts auf. Ski waren weg. Und als ich wieder anfange, mich so irgendwie zu orientieren, ist schon irgendwo, ist schon nach unten gegangen. Ich habe auch noch versucht, die Ski wegzumachen, das ist mir überhaupt nicht geglückt. Die waren schon wie ein Anker im Schnee unter mir begraben. Ich habe im Blickfeld so einen Donut gespürt
Und habe aber gemerkt, dass das überhaupt keine Chance nicht ist. Das war so eine Masse. Das war das, was mich so beeindruckt hat, dass diese Masse, die da so runtergeschossen ist. Ich bin dann auf die rechte Seite gefallen, habe versucht, mit den Händen mich oben irgendwie einzuhalten, wie man es halt macht, wenn man umfällt. Das war natürlich nutzlos, weil das Ganze sich bewegt. Ich habe gar keine Chance mehr gehabt, irgendwie zu denken, jetzt muss ich irgendwie die Hand verhalten oder muss irgendwie rudern oder irgend sowas, sondern in dem Moment, wo das weg war, hat es mich überschoben und ich war wie ein Frosch, war in dem Schnee drinne, der sich nach unten bewegt. Na, ich habe nur geschaut, dass ich einfach geradeaus drum hocke, das ist stabil, Füße nach unten, Kopf oben, auf dem Arsch hocke quasi. Und ja, und einfach nur abgewartet. Hab wie wild mit den Armen um mich geschlagen, gerudert eigentlich, möchte ich sagen. Von Schwimmen möchte ich nicht reden, weil das geht nicht. Dann ist er ja langsamer geworden, das Ganze. Und dann hat es wieder beschleunigt. Wie wenn ein Zug aus dem Bahnhof anfährt, geht es wieder los. Man hat gemerkt, dass von hinten irgendwas nachschiebt und uns von dieser Fläche, ich habe gemerkt, dass das flacher wird, wieder losgeht und dann wieder in so einen Steilhang, der steiler wird, Geschwindigkeit aufnimmt, relativ schnell wird, aber von der Möglichkeit, irgendwas zu machen, für mich, also ich muss sagen, ich habe mir da irgendwie einfach ergeben. So. Das ist wahnsinnig weit runtergegangen mit einem irren Tempo, also das hätte ich auch so nie geschätzt. Und habe mich dann aber am Hang eingekrallt, so gegen einen Hang gelegt und habe mich da halten können. Ich glaube, mich zu erinnern, 3 Punkte relativ lang gesehen zu haben und auf einmal macht's wupp. Ich habe runtergeschaut, habe nur eine Eiswüste da unten gesehen, Schneewüste, Schneehäufen und von den 3, wo ich ja gewusst habe, die müssen hinter mir sein, nichts mehr. Die waren wie verschluckt. Das ist jetzt nicht einfach nur irgendwie, da ist alles gerutscht und alle sind irgendwie so vielleicht halber noch rausgekommen oder wie auch immer, sondern nein, die sind wirklich komplett verschüttet gewesen. Weg, einfach weg. Die könnten jetzt einfach tot sein. Das Erste, was ich gemerkt habe, war eine wahnsinnige Hyperventilation. Also ich habe geatmet, aber habe gemerkt, dass sie also das irgendwie kontrollieren wollte, wo ich dachte, das muss ich doch wieder runterbringen irgendwo, dass sie gar nicht tief atmen konnte, sondern dass es nur ganz flach gegangen ist. Anscheinend dieser Druck so auf den Körper so ist, dass eben die Möglichkeit zu atmen relativ gering ist. Und dann von einer Sekunde auf der anderen ist der Stress gekommen und massiv der Puls aufgegangen, brutal gehechelt. Ich war dann genauso einbetoniert wie die anderen, hab oben auch das Licht gesehen und war ein paar so leichte Schollen vor mir. So ein paar Zentimeter waren da vor meinem Mund und da habe ich gemerkt, das ist wie so eine Atemöffnung. Und zuerst haben wir gedacht, hoffentlich ist das nicht so, dass das jetzt bloß ein bisschen Luft ist, die ich jetzt verbrauche und dann ist es zu Ende. Ja, jetzt muss ich einfach abwarten und hoffen, dass meine Kameraden raussehen. Ich habe dann noch mal kurz mich vergewissert, dass mit meiner Freundin wirklich alles okay ist und bin dann sofort runter. Ich habe gesagt, ich alarmiere schnell den Helikopter, oder? Und wie ich dann näher zur Lawine hinkommen bin, dann hat man schon gesehen, dass unten wo oberflächenmäßig was rausschaut, irgendwas, eine Deckeltasche oder irgendwas Dunkles rausschaut. Aber das war alles. Inzwischen ist dann auch schon der Philipp runtergekommen, der ist auch ganz schnell runtergefahren. Und dann haben wir uns kurz kommuniziert, dann haben wir gesagt, ja, da schaut einer raus, inzwischen ist schon Hand rausgekommen. Und mein Glück war, durch das wilde Rudern vielleicht, ich weiß es nicht, war der linke Arm frei. Also der war praktisch bis zum Ellenbogen ganz frei und habe dann so von oben mein Gesicht selber so freigraben können. Ich bin zum Thomas hin und der hat gesagt, grab mich aus, mein Bein liegt ganz ungut, das muss raus. Ich habe durch das, dass die Ski an meine Füße war, nur das Gefühl gehabt, wenn ich mir jetzt, wenn irgendjemand am falschen Ende zieht, dann reißen alle Sehnen ab. Ich schaufel Loch buddeln. Einfach. Und irgendwie im Thomas versuchen, die Schaufel nicht auf den Kopf zu hauen. Es hat dann wehtan, es wird dann kalt und die Beklemmung ist ja doch auch da. Also obwohl man mit dem Kopf draußen ist. Und war dann froh, wie gesagt, dass ich auch praktisch befreit worden bin. Wobei die Sorge natürlich schon den anderen gilt, die ja praktisch unter Luftabschluss praktisch da unten liegen und wo man nicht weiß, wo sie waren und wie die beieinander sind. Also Fragmente, die durch den Kopf durchschießen, wie sie so, gut, Kopf kann ich leicht bewegen, Hand ist frei vorne,
Also da ist was der Schnee nicht so presst. Ja, aber meine Hände habe ich so ein bisschen so bewegen können, haben wir gedacht, ach, jetzt grabe ich da ein bisschen raus und ich kann ja was machen. Und dann habe ich bloß gemerkt, dass ich eigentlich mit den Fingern nur so den Schnee so ein bisschen in so meine hohle Hand rein kratzen habe können. So von der linken Schulter die bis zum Kopf, da war der Schnee locker und alles, was nach unten geht, das war einfach presst. Dann ist das Geräusch gekommen und dann ist es wieder verschwunden. Das ist so etwas, wo ich gemerkt habe, das ist so, okay, das Geräusch ist da, da ist jetzt jemand und dann verschwindet es wieder. Okay, dann fängt schon die Mühle da oben wieder zum Arbeiten an, was ist jetzt da los? Ich habe dann gleich mit dem LVS-Gerät eben die Suche begonnen, habe überhalb vom Thomas war das dann, der untere, wo mit der Hand rausgeschaut hat, habe ich gleich ein Signal wahrgenommen, habe gleich mit der Feinsuche begonnen. Ich habe mein Signal noch verfolgt, da hat der Hannes schon jemanden lokalisiert gehabt, der nicht der Thomas war, also war klar, da müsste einer sein. Dann habe ich gleich Rucksack runter, Schaufel raus, Mischer und das Tonzeug, habe ich gleich alles auf Zeiten geschmissen, habe die Schaufel zusammengebaut, Sonde auf Zeiten gelegt und habe aber gleich zum Grammo gefangen, ohne sondieren und bin eigentlich dann gleich auf dem Arm vom Toni gekommen. Das Bild ist wie ein Foto in meinem Kopf, wie die Hand vom Toni aus der Lawine rausragt, wie die Hand aus einem Grab, aber sie hat sich bewegt. Ich habe gemerkt, jetzt geht jemand über die Lawine drüber, weil vor mir im Mund also ist die Schneedecke eingebrochen, also der Raum. Dann habe ich halt ein bisschen mit dem Kopf rum da, es war noch locker genug. Dann habe ich gewusst, jetzt sind sie schon da. Und dann hat es keine 30 Sekunden gedauert, bis ich den ersten Schaufelstich gespürt habe. Wir haben den Toni gefunden, das Gesicht war frei, Toni konnte atmen. Und dann ging der Gedanke natürlich weiter, Mist, es fehlt noch einer. Der Sepp geht noch ab. Ich wusste nur, es muss jetzt schnell gehen. Wo ist der Sepp? Also, ich hätte mich gleich nicht mehr am Hand raut, wenn wir jetzt den Sepp nicht mehr gefunden hätten gleich. Ich habe dann angefangen, mit dem Hannes abzusprechen, wer weiter gräbt und wer weiter sucht. Haben aber dann noch mal ein bisschen geschaufelt, vom Toni den Schnee weg. Und dann sehe ich die Deckeltasche vom Sepp seinen Rucksack. Das Erste, was nach dem Rucksack zu sehen war, war so vom Haarschopf, so ein paar Quadratzentimeter. Aber da hat sich noch nichts gerührt. Und das war das zweite Mal, wo ich gedacht habe, was ist jetzt, wenn der Sepp jetzt da unten liegt und tot ist? Der Hannes ist bei mir so in der Nähe vom Kopf gewesen und hat den Schnee so zusammendrückt. Und da ist mir so diese Atemhöhle ist mir so ein bisschen so eingebrochen und ist alles so ein bisschen verdichtet worden. Und da habe ich das erste Mal so richtig so, habe ich gemerkt, dass es jetzt Panik ist, weil ich habe atmen können, ich habe eigentlich gedacht, alles ist okay. Da ist jemand draußen, der was macht und jetzt kann es sein, dass mir die Luft wegbleibt. Ich habe dann gleich mit den Händen weitergeschaut und habe runtergeräumt, dass ich jetzt aufs Gesicht komme, dass die Atmung auch frei wird. Das ist der absolute Wahnsinn. Einfach wieder so, dass der Kopf wieder so frei ist. Das andere, das war ja einbetoniert, aber einfach zu spüren, dass sich wieder was öffnet, dass wieder Licht reinkommt, einfach Licht, Luft, das ist einfach unbeschreiblich. Wir haben wirklich so viel Glück gehabt, so viel Muskel gehabt. Es ist wie ein Wunder eigentlich, dass alle mit heilen Knochen da rausgekommen sind. Wenn ich jetzt so im Nachhinein zurückschaue, wir waren ja halt Mittag noch beim Essen. Und da habe ich nur geredet. Also, ja, ich kann es mir nur so erklären, einfach,
die Freude am Leben. Und die sprudelt einfach nur so raus. Man ist nur am Reden und egal was, Hauptsache man redet und merkt, dass man einfach noch da ist. Wir haben Glück gehabt. Glück, dass wir alle unverletzt überlebt haben. Und wir haben eine Chance geschenkt bekommen. Die Chance, aus den Fehlern, die wir gemacht haben, zu lernen. Wenn so ein paar Spezialisten dabei sind, denkst du, ja, die schauen ja auch und kein Problem, oder? Und also du bist nicht mehr der Einzige, der wirklich entscheiden sollte oder so. Die anderen waren alle sehr erfahrene Leute. Wer sagt da, gehen wir nicht auf? Dieses ganze Gruppendynamische, was ja in der Lawinenkunde immer so ein bisschen mehr Raum einnimmt, was ich ehrlich gesagt habe, immer so ein bisschen belächelt habe. Weil, naja, ist jetzt so ein bisschen klar, Faktor Mensch. Sicher ein Faktor, aber ich habe das für mich nie so als die Riesenproblematik bei der Lawinengefahr gesehen. Aber wie man sieht, war das ja im Endeffekt genau das Problem. Also das Nachsagen, ich meine, das ist das Schwierigste. Im Nachhinein sagt man dann, oder denkt man sich, wird es vielleicht von den anderen als Schwäche ausgelegt. Aber lieber bin ich einmal schwach und komme halt unten heil an, als dass ich am Berg umbleibe. Was natürlich eine große Gefahr ist, dieses berühmte Bauchgefühl, wo man sagt, ja, so eine Neigung, der Schnee, diese Härte, das ist schon immer gut gegangen, da gehen wir. Das drückt natürlich, weil man vielleicht auch schon sehr, sehr oft Glück gehabt hat. Und das Glück, das speichert sich so irgendwann mal, man meint, man kann es, man beherrscht es, aber man hat doch eigentlich nur manchmal Glück gehabt. Also sicher so eine gewisse Überheblichkeit ist da oder war da und die ist mir ausgetrieben worden. Also ich glaube, ich habe jetzt sehr viel mehr Respekt und Demut vor der Natur, weil ich einfach erlebt habe, dass so eine Lawine auch mich treffen kann. Mit den Jahren ist aus der Demut, die ich damals empfunden habe, auch eine große Dankbarkeit gewachsen. Dankbarkeit dafür, dass die Sache damals ja doch ganz schön glimpflich ausgegangen ist. Und Dankbarkeit zum anderen für das Riesengeschenk, das es bedeutet, draußen in der Natur in den Bergen unterwegs sein zu dürfen. Genießen Sie den Winter in den Bergen, aber mit der nötigen Vorsicht. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.